Jo Leute, was geht? Heute spielen wir in GTA 5 Ghostface und wir werden ihn zu Gott Ghostface upgraden. Und wir starten mit diesem kleinen Mini-Baby Ghostface, Alter. Leute, guckt ihn euch einfach mal an. Er sieht super süß aus, oder? Der würde doch niemandem irgendetwas antun, aber wir sind hier in irgendeinem Haus gerade gefangen oder ich weiß nicht, ob das das Haus von Ghostface ist. Wahrscheinlich müssen wir gleich herausfinden, was für eine Mission wir erledigen müssen, damit wir upgraden können. Aber Leute, guckt euch einfach mal diese mini-kurzen Arme an. Also, der sieht einfach super süß aus. Und wenn wir in First Person gehen, dann sehen wir auch, wie klein wir in Wirklichkeit sind. Leute, ich glaube, ich passe auf diesen Stuhl nicht mal drauf. Ich kann da nicht mal drauf springen. Okay, dann gucken wir uns mal um, was wir eigentlich hier tun müssen. Es scheint hier irgendwie schwierig zu sein. Oh, da liegt eine Kerze in dem Kamin. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Hallo? Was ist hier? Wir haben nämlich langsam bald Halloween, Freunde, und die gruseligen Kreaturen kommen auf jeden Fall zurück. Und wenn ihr wollt, dass wir Ghostface und noch andere wieder zurück in GTA 5 bringen, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und es wird sehr, sehr coolen Halloween-Content geben. Und hier... Ich komme hier nicht raus, Leute. Nein, ich komme hier einfach nicht raus. Und drüber springen kann ich auch nicht. Ich bin dafür viel zu klein. Was muss ich denn da tun? Okay, Freunde, das Ganze scheint irgendwie so eine Art Mini-Escape Room zu sein. Bevor wir upgraden können, müssen wir herausfinden, wie wir hier rauskommen. Und dann schauen wir uns mal um. Was können wir denn tun? Oh, warte, da liegt ein Zettel. Was steht denn da drauf? Oh, hier steht ein Zettel. Ah, hier steht die Mission. Zum Upgraden, Messer finden und abhauen. Also entkommen. Okay, also es gibt irgendwo in diesem Haus ein Messer, mit dem wir wahrscheinlich dann rauskommen können. Aber kann ich damit dieses Dings kaputt machen? Ich teste es mal aus. Liegt das hier vielleicht? Nein, hier liegt es nicht. Wo könnte das sein? Okay, unter der Couch? Nein, auch nicht. Ich meine, Ghostface, du hast ja echt nicht viel Stuff. Wie kommt ich jetzt bitte an das, was ich suche, ran? Hier ist ein Seil. Kann ich damit entkommen? Oh, warte, hier ist noch eine zweite Wohnung. Da war ich ja gefühlt noch nie drin. Und ja, die sieht fast 1:1 genauso aus, nur dass hier einfach, hier liegt einfach so eine kleine Minimatratze und so ein Schlafsack. Oh, und da ist irgendwas, Leute. Hier ist eine dreckige Toilette. Oh, ah, da ist es, Leute. Ich hab's gefunden. Hier liegt das Messer. Okay, nehmen wir das mal auf. Okay, ich habe das Messer mitgenommen und damit sollte es uns möglich sein, wahrscheinlich jetzt hier entkommen zu können. Also testen wir es aus. Und Tatsache, Leute, ich kriege es auf. Warte, können wir jetzt schon drüber? Nein, es geht noch nicht, aber jetzt sollte es gehen. Let's go! Wir sind in der Freiheit und das bedeutet, wir können jetzt diesen Mini-Baby-Ghostface zum normalen Ghostface upgraden. Und damit das Ganze funktioniert, Freunde, müssen jetzt alle Leute ein Like da lassen. Also drückt in 3 Sekunden auf den Like-Button und wir upgraden zum normalen Ghostface. Also Like da lassen in 3, 2, 1... Und... Ja, let's go! Leute, wir sind jetzt der normale Ghostface geworden. Endlich sind wir jetzt erwachsen. Und das heißt, wir können jetzt als Ghostface alles machen können, was Ghostface normalerweise tut. Und ich weiß aber nicht, was wir als nächstes tun müssen, um upgraden zu können. Ich weiß, dass Halloween in GTA 5 gleich stattfindet, in dieser Nacht. Aber was könnten wir machen? Was müssen wir tun? Zum Upgraden zur Halloween-Party von Michael gehen und die drei Fake Ghostfaces erledigen? Michael feiert also eine Halloween-Party. Ich bin dabei. Vor allem, er hat mich nicht eingeladen. Also, ich muss unbedingt vorbeikommen. Und dann suchen wir mal diese Fake Ghostfaces. Oh, und hier steht noch ein Hinweis. Ohne Zeugen. Das heißt, ich muss diese Ghostfaces suchen und sie ohne Zeugen erledigen. Das wird eine Challenge. Das Problem ist, Leute, ich habe hier leider gar kein Auto, also müssen wir wohl jemanden von der Straße nehmen, um ihn sein Auto einfach nehmen. Und wir sind hier in einem merkwürdigen Wald einfach. Es ist super dunkel. Oh, aber ich glaube, da ist eine Straße. Hier sind so Stromleitungen. Das heißt, wir müssten auf der linken Seite, glaube ich, den Highway haben. Oh ja, da muss er sein, Leute. Das heißt, hier hole ich mir mein Auto und dann machen wir uns auf den Weg zu Michael DeSantas Party. Wait a minute. Da ist ein Auto. Das muss wahrscheinlich von dem Typen sein. Hey, Mister, ich brauche mal eben Ihr Auto. Können Sie mir das geben? Hey. Was glaubst du, wer du bist, Alter? Nein, ich geb dir auf gar keinen Fall mein Auto. Nur über meine Leiche. Na dann, wenn du sagst, alles klar. Tschüss! Yeah! Das ist mein erstes Opfer. Das erste Opfer von Ghostface. Dankeschön auf jeden Fall für das Auto, Bruder. Damit gehe ich jetzt schön zur Michael DeSantas Party und einmal nochmal drüber fahren. Let's go, Leute. Oh, okay. Ich habe übelst Bock. Ich will so sehen, wie die Halloween-Party von Michael aussieht und wie die verschiedenen Upgrade-Stufen aussehen, bis wir zu Gott Ghostface upgraden. Denn unsere Mission in diesem Video ist es heute, dass wir die heftigste
größte Halloween-Apokalypse aller Zeiten machen. Und ob wir das schaffen, erfahrt ihr in dem Video. Also schaut unbedingt bis zum Ende dran, bis zur letzten Upgrade-Stufe. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf zu Michael DeSantas Halloween-Party. Okay, Leute, da wären wir auf jeden Fall bei Michael DeSanta. Und kann er vielleicht das Tor öffnen? Michael? Hallo? Oh mein Gott, wie cool sieht diese Party aus. Schaut euch das mal an, der hat einfach Riesenkürbisse. Sogar welche, die leuchten, aber er lässt mich offensichtlich nicht rein. Ich bin kein eingeladener Gast. Na, warte, okay. Wir gehen rein, suchen nach den drei Leuten und dann machen wir diese drei Ghostfaces fertig. Aber okay, weißt du was? Kannst du vielleicht aufhören, mit der Bongo zu spielen? Mister! Hör auf, mit der Bongo zu spielen. Du Bongo-Mann. Boah, das sieht einfach nur heftig aus. Okay. Oh nein, hier ist die Security. Hallo? Kann ich rein? Sorry, Mister. Hier sind nur geladene Gäste, wissen Sie? Sie verstehen das völlig falsch. Ich bin Cosplay. Ich bin Ghostface. Wissen Sie nicht, dass drei Ghostfaces hier sind? Ich bin der dritte. Ja? Haben Sie den dritten... Wie viele sehen Sie da bereits drin? Wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht nachgezählt, aber... Okay, stimmt. Du hast recht. Okay, ein weiterer kann nicht schaden. Geh rein. Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns... Oh mein Gott, das sieht ziemlich krass aus, wie viele Menschen Michael eingeladen hat. Alter. Okay, und es haben ja übelst viele Leute gute Laune und es sind sau viele Kürbisse hier. Und da ist einer von den Fake Ghostfaces, Leute. Den müssen wir erledigen, aber... Wie, warte mal, was macht Trevor da im Hintergrund? Ich, Trevor? Trevor, was... Ich will jetzt gar nicht wissen, was Trevor da hinten macht. Aber wir müssen diesen Ghostface irgendwie weglocken. Keine Zeugen, sagten die. Okay, also wir wissen schon mal, wo der erste ist. So, wo ist der nächste Ghostface? Da hinten ist einer, Leute. Das muss der zweite sein. Okay, er ist ziemlich abgelenkt. Das heißt, wir könnten uns hier ranschleichen. Und weil wir selber Ghostface sind, wird niemand merken, dass wir ihn erledigen. Okay, so. Und bam! Nimm das! Und zack! Yeah! Okay, der kann jetzt einfach so rumliegen, aber wir haben schon mal einen von dreien erledigt. Fehlen nur noch zwei, damit wir das Ghostface-Upgrade bekommen. Okay, so, dann gehen wir mal wieder rein, Leute. Zurück in die Party und die geht hier richtig ab, muss man sagen. Die Musik ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich glaube, die anderen Ghostfaces befinden sich wahrscheinlich oben und Lester? Okay, Lester macht auch offensichtlich Party hier. Lester, so richtiger Partyboy. Oh, ey, ey, was soll das? Hilfe! Jimmy, Lester greift mich aus dem Licht. An. Help me! Ey, okay, warte mal. Der sagte nicht, dass ich dich nicht auch angreifen kann. Okay, du willst es also nicht anders. Hier, nimm das. Zack. Und bumm. So, Leute, Lester hat mich einfach angegriffen. Okay, ich hoffe, wir beeilen uns nicht, dass irgendwelche Zeugen hier gleich kommen. Und hört ihr den Typen mit der Bongo? Hier ist irgendwo noch ein zweiter Bongo-Typ. Wer spielt hier Bongo? Da ist der zweite Ghostface und der schläft. Das ist perfekt, weil hier in diesem Zimmer ist niemand. Okay, so, Kollege, ich glaube, es ist Zeit für dich, in den ewigen Schlaf zu gehen. Na los, aufwachen, Kollege. So, und bam, und zack. Let's go. Den zweiten Ghostface haben wir besiegt. Jetzt müssen wir uns eine Taktik überlegen, wie wir den letzten Ghostface hier rausschaffen, damit wir upgraden können. Ich habe da eine Idee. Ich versuche mal abzulenken und versuche, ihn von seiner Schicht zu übernehmen, weil ich glaube, die sind alle hier Angestellte. Ey, du Ghost... Oh, nein, 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 was soll denn das? Ey, du Ghostface! Warte, ich muss die Dame rauslocken, Freunde. Die macht mir Probleme. Oh, ich brenne! Ey, Hilfe! Oh mein Gott, warte, das ist die Lösung. Ein Riesenfeuer. Das ist die Lösung. Oh mein Gott, ja! Ja, wir haben Ghostface! Oh, okay, das war ein Unfall. Also, es war wirklich ein Unfall. Ich habe nichts getan. Oh mein Gott. Wir müssen nur mal auf Nummer sicher gehen. Haben wir Ghostface wirklich besiegt? Ja, er liegt dort hinten. Okay, Leute, die Party ist... Die Musik ist jetzt auch, by the way, ausgegangen. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben anonym drei Ghostfaces erledigt. Und schnell hauen wir ab, bevor die Feuerwehr sich auf den Weg macht. Und das bedeutet, jetzt gleich können wir das nächste Upgrade freischalten. Okay, ab geht's in Sicherheit. Am besten gehe ich hier direkt in dieses Haus rüber. So, Vorsicht, die Feuerwehr ist da. Aber Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben die Mission erledigt und können jetzt das erste richtige Ghostface-Upgrade freischalten. In 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, wir sind ja zweiköpfige Ghostface geworden. Wie ist denn das jetzt passiert? Wir haben jetzt einfach zwei Köpfe
und sind deutlich größer geworden. Alter, das ist ja mal super nice. Wie cool ist das, Alter? Und jetzt machen wir hier Halloween richtig unsicher bei den ganzen Partys. Oh, hier steht, Leute, Sorge für Angst und Schrecken in der Stadt. Für die nächsten beiden Upgrades. Okay, also Leute, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Das sagt jedenfalls der Brief. Und ich meine, wenn der Brief das sagt, dann wird es auf jeden Fall so stimmen. Okay, wir müssen also für Angst und Schrecken in ganz Los Santos sorgen. Dann fangen wir einfach mal hier bei diesem Auto an. Entschuldigen Sie, Mister. Ich muss einmal... okay, er ist einfach so abgehauen. Kann ich vielleicht Schaden an diesem Auto machen? Oh, mit der Kettensäge kann ich ein bisschen... ja, es ist nicht so heftig, sage ich euch. Da ist eine junge Dame. Guten Tag, junge Dame. Wollen Sie vielleicht bei meinem Experiment mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Teilnehmen an meinem Experiment. Okay, wo kann man maximal viele Leute erreichen? Warte, hier ist etwas. Yo, ich probiere es mal hier. Aber Leute, wir sind so langsam. Wo sind die ganzen Menschen? Okay, ich frage mich, wo sind die ganzen Menschen? Die sind alle einfach weg. Vielleicht gibt es noch eine andere Party, bei der wir für Chaos sorgen können. Okay, wir gehen jetzt einfach mal auf diese Party drauf, Freunde. Guckt euch das mal an. Die haben sogar ein Feuerwerk organisiert. Und da ist es. Das sieht nice aus. Hier, nehmt das, liebe Leute. Yeah. Let's go. Alles klar, Freunde. Wir machen hier absolutes Chaos in der Stadt. Hier, Yoga. Ich zeig dir eine neue Form von Yoga. Boah, die haben auch die krassesten Fahrzeuge am Start. Boah, ich mach hier absolutes Chaos. Alter, die haben sogar noch eine Pool, hier einen Tischtennisplatz, Tennisplatz. Yeah, nimm das, Leute. Yeah. Und der da auf dem Dach. Komm mal rund. Oh, okay, ich habe ihn einfach von hier getroffen. Und nach den Typen da oben. Ah, den muss ich noch irgendwie kriegen. Oh, yo, ich kann in der Luft laufen. Wir haben ihn einfach besiegt. Oh, was passiert gerade? Was passiert? Oh mein Gott, wir haben das nächste Upgrade freigeschaltet. Okay, was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott, wir sind ja absolut... Wow, Leute, wir werden einfach immer stärker als Ghostface. Guckt euch den Damage an, den wir machen. Bam, Tornadoschlag. Yo, wie nice sind wir denn auf einmal... Bam! Und am besten machen wir noch das den Helikopter kaputt. Jo, wir werden einfach immer stärker. Hui! Und das Auto machen wir auch zerstören. Und das Auto zerstören wir. Let's go. Und ich will wissen, Leute, was passiert, wenn wir die letzten beiden... was passiert nach dem nächsten Upgrade? Wir sind ja jetzt von Ghostface zum Kettensägen-Ghostface geworden. Oh, let's... Okay, wir hauen von der Party ab, Freunde. Die Polizei ist bereits auf dem Weg. Wir wollen natürlich keinen Ärger machen. Wir machen lieber den Ärger in der gesamten Stadt. Wollen für Angst und Schrecken in der gesamten Stadt sorgen. Achtung, das Feuerwehrauto. Das können wir ebenfalls nochmal eben zerstören. Und wir machen einfach den Naruto Run. Yo, das ist die nächste Feuerwehr. Hier. Und bam. Alter. Yo. Guck dich mal an, wie schnell wir laufen können. Okay, jetzt nicht so schnell wie Superman oder wie der Flash, aber wir sind schon sehr schnell. Warte, ich habe sogar Special Attacks. Kann ich aus der Luft auch angreifen? Ich probiere es mal. Oh, Achtung! Alter, was? Okay, das ist crazy. Meint ihr, wir sollen Franklin vielleicht einen kleinen Besuch abstatten? Franklin, wo ist dein Haus? Ich glaube, das Haus ist hier. So, dann gucken wir mal nach, ob Franklin da ist. Hallo, Franklin, alter Freund. Oh mein Gott. Yeah! Bro, wo ist das Wasser auf einmal hin? Wir haben Franklin einfach in den Pool reingeworfen. Oh mein Gott. Aber wie krass sehen wir denn bitte aus? Oh Leute, entweder mein Spiel crasht gerade oder es ist Zeit für das nächste Upgrade. Ich glaube, das Letztere ist der Fall. Also Freunde, wenn ihr noch nicht ein Abo da gelassen habt, dann lasst jetzt alle ein Abo da für das nächste Ghostface Upgrade. Und ich bin gespannt, wie es ausfallen wird. 3, 2, 1. Wow. Oh mein Gott, Leute. Wir sind noch einmal größer. Und wir sind jetzt Ghostface mit den Klingenrücken geworden. Und wir können fliegen. Wir können einfach wegen den Messer sogar fliegen. Wie geil ist das? Bro, was war das? Und was ist eigentlich unsere Mission fürs nächste Upgrade? Besiege Pennywise.
Okay. Leute, wir sollen Pennywise besiegen. Aber wie kann ich ihn überhaupt an mich locken? Pennywise, hallo, hier ist Ghostface. Kommst du vielleicht vorbei? Ich fliege gerade durch die Luft und ich suche nach dir. Muss ich dafür in die Kanalisation? Ich will nicht in die Kanalisation. Außerdem sind wir viel zu groß als dieser Ghostface. Moment. Okay. Wie können wir Aufmerksamkeit schüren? Ich glaube, wir müssen ziemlich viele Sterne bekommen, damit Ghostface, ich meine... Oh! Gerade in dem Moment 2 Sterne erhalten. Ich glaube, wenn wir 4 Sterne oder so erreichen, dann kriegt Pennywise unsere volle Aufmerksamkeit. Oder eher umgekehrt. Und der wird uns jagen. Ganz sicher, Leute. Okay, so, dann würde ich sagen, let's go. Oh mein... Yo, das ist geisteskrank, Freunde. Wir sind einfach nur absolut heftig. Achtung. Boah! Ich glaube, Pennywise hat keine Chance in einem 1 gegen 1 gegen diesen Ghostface. Und dann upgraden wir zum absoluten Super-Godface. Godface, das klingt nicht schlecht. Aus Ghostface wird Godface. Das ist eigentlich Real Talk voll der gute Name. Oh ja, da ist die Polizei, Leute. Polizei angreifen, das müssen wir tun. Let's go, Attacke auf die Polizei. Yeah! Okay, aber wir brauchen mehr Sterne. Ich brauche noch einen weiteren Stern. Wow! Ey, Leute, ich weiß nicht, wie ich die Angriffe mache. Guck mal, ich drücke einmal auf den Knopf und das macht er eigentlich alles automatisiert. Zweimal drücken, was passiert dann? Dann passiert irgendeine Combo. Und jetzt? Was geht jetzt ab? Wow! Alter, was? Okay, wir haben 3 Sterne erhalten, Leute, das ist gut. Ich hoffe, Pennywise wird jederzeit da sein. Ich begebe mich mal zumindest in die Nähe der Kanalisation, damit er mitbekommt, dass hier richtig die Post abgeht. Und er verpasst den ganzen Spaß. Pennywise, komm vorbei. Ich will, dass du herkommst, damit ich endlich mein nächstes Upgrade freischalte. Oh Gott, Alter, ich fliege ja immer weiter in die Luft. Wow, Los Santos sieht bei Nacht echt schön aus. Ich weiß, ich sehe das Spiel schon seit über 10 Jahren. Das wundert mich nicht. Vielleicht soll ich meine Grafikmod installieren. Warte, hier ist ein Helikopter. Hört ihr den Helikopter? Ist der hier oben oder ist er unten? Ich glaube, der Helikopter ist über mir. Aber wo ist er? Oh, wir haben Laser. Wir haben einen Laser. Ah, da ist der Helikopter. Ey, ich erwische den Helikopter mit dem Laser. Yo, 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 das ist geil. Das ist nice. Das ist nice. Kommt schon. Ja, der Laser macht gut Damage an ihm. Der macht sehr gut Damage, Leute. Der Helikopter, der Laser macht sehr, sehr guten Damage. Alter, geht das Ding nicht kaputt? Jo, ja, 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 jetzt geht er kaputt, Leute. Jetzt, Mayday, Mayday, wir stürzen ab. Der Helikopter stürzt durch den Laser von Ghostface ab. Und was passiert, wenn er abstürzt? Kriegen wir jetzt 4 Sterne? Leute, wo, was ist, das Wetter ist auf einmal grün geworden. Leute, es ist Halloween. Und hört ihr dieses Geräusch? Hier ist kein Mensch. Wo sind die ganzen Leute? Freunde, ich glaube Pennywise. Ist das Pennywise? Warte, 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 warte. Da ist ein roter Punkt auf meiner Minimap. Da ist ein roter Punkt auf meiner Minimap. Seht ihr den? Der ist da unten. Pennywise? Ist er das? Leute. Oh! Wer ist das? Wow, da greift mich jemand an. Oh mein Gott. Wer war das? Habt ihr das gesehen? Wer greift mich an? Da greift mich irgendjemand an. Das ist eine unsichtbare Gestalt. Hallo? Ist hier jemand? Ich sehe dich nicht. Vielleicht will ich dich auch gar nicht sehen. Wer bist du? Wo bist du? Da ist er! Da ist Pennywise! Oh mein Gott, Alter. Leute, der macht mein Spiel kaputt. Er glitscht mein Spiel. Oh, nein, 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 was macht er da? Laserangriff, oh mein Gott, Alter, ich muss ihn attackieren, was ist? Ich treffe ihn nicht. Alter, jetzt, Angriff, yo, bam, bam, jetzt treffen wir Pennywise, komm, komm, wir müssen ihn besiegen, Leute, los, zack, zack, zack. Super Giga Ultra Combo, ja, komm, komm, ja, let's go, Leute. Wir haben ihn. Guck mal, er verschwindet. Er ist weg. Wir haben es geschafft. Das bedeutet jetzt Folgendes. Wir schalten jetzt das God-Upgrade frei. Und Leute, jetzt müsst ihr alle, und damit meine ich jeden einzelnen von euch, schreibt jetzt Ghostface in die Kommentare. Und wir upgraden jetzt zum ultimativen Supergod, zu unserer letzten Mission. 3, 2, 1, Ghostface! Wow! Alter! Was ist das?
das? Es ist einfach ein riesiger Ghostface mit zwei Klingenhänden und noch vier weiteren Köpfen an der Schulter. Alter, sieht der heftig aus. Der sieht nicht nur nicht normal aus. Das ist fortgeschrittene Nicht-Normalität. Was müssen wir tun, Leute, damit Halloween offiziell abgesagt wird oder offiziell gewonnen hat? Letzte Aufgabe. Überlebe das Militär. Was meinen die mit Militär? Ich meine, welches Militär? Was meinen die für... Yo! Yo, ich habe 5 Sterne bekommen. Und ein Militärstern. Ah, das meinen die. Okay, ich muss das Militär überleben. Aber wie soll ich das bitte machen? Oh, oh, oh! Ich kann einfach ein Auto in die Luft heben und ihn wegwerfen, als wäre es nichts gewesen. Boah, let's go. Okay, alles klar. Unsere Aufgabe ist jetzt, wie ich sehen kann, dass wir maximale Zerstörungsteile machen. Okay, und ich glaube, Leute, wir machen schon richtig gut Damage. Ja, wir machen uns sehr, sehr, sehr gutes Damage. Boah, wie krass. Oh, was? Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Boah, ich habe einen grünen Laser. Ich habe einen Ghostface-Laser. Was? Oh mein. Das ist Godface. Das ist nicht Ghostface. Das ist Godface. Alter, wie geil ist das bitte? Okay, jetzt müssen wir nur irgendwie versuchen, den maximalen... Jetzt haben wir 2 Militärsterne, Freunde. Okay, ich weiß, was meine letzte Aufgabe sein wird. Wir müssen es schaffen, maximale Sterne zu erreichen und dann der letzten Militärwelle zu überleben. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Ich stehe jetzt einfach mal hier auf diesem Dach und ja, das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Wir warten mal, bis hier einige Leute kommen. Ich sehe offensichtlich, wir leuchten grün. Weil Ghostface, ich identifiziere Ghostface mit der Farbe Halloween und grün. Also ich glaube, das passt echt gut zusammen. Aber ey, das Licht, was er ausstrahlt, ist heller als jede Taschenlampe und jeder Blitz. Oh, und seht ihr, die greifen mich alle an. Hier, nehmt das. Nehmt das Geschenk von Ghostface an euch. Ihr habt keine Chance gegen Ghostface God. Yo, die ganze Minimap, sie verschwinden alle Stück für Stück. Sie haben keine Überlebenschance. Ich habe nur ein Problem. Und zwar, dieser Ghostface ist offensichtlich so groß, ich kann nie wieder in ein Haus gehen und Leute erschrecken. Das ist der einzige Nachteil. Aber ey, immerhin, ich bin so groß wie ein Haus. Ich glaube, das ist ein Win. Ich glaube, das ist ein absolute Win. Yo, die haben Raketenwerfer. Was fällt euch ein? Na los, hier. Let's go. Nehmt das. Nehmt das hier alle. Ihr Ghostface-Leugner. Ihr glaubt alle nicht an Ghostface? Hier. Boah, Alter, guckt euch mal den Boden an, wie der brennt. Jetzt haben wir den 3. Militärstern. Wow, Leute, seht ihr, was mich da hinten... Seht ihr? Seht ihr das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht ihr das? Leute, meine Stimme macht das lange nicht mehr mit. Alter, was ist das? Was ist das? Was? Leute, lasst dafür ein Abo da. Guckt euch das mal an. Die fliegen alle gegenseitig gegeneinander. Das sind mehr Jets, die wir besiegen müssen, als alles, was ich jemals gesehen habe. Aber wir schaffen das. Wir treffen sie. Wir treffen sie, Leute. Wir treffen sie. Okay. Oh nein. Nein, sie setzen zum Angriff über. Sie setzen zum absoluten Angriff über, aber es sind nicht so viele. Die treffen sich. Yo, schaut euch mal. Da ist ein Stau in der Luft. Da ist einfach ein Stau in der Luft. Yo. 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 Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal! Wow, Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Sie fallen alle runter. Warte, ich muss es nochmal testen. Noch einmal und... Yo! Und noch ein letztes Mal, Leute. Und... Oh mein Gott, sein Gesicht ist gruselig. Und Leute, schaut euch mal das Gesicht an. Oh! Oh! Leute, ich glaube, ich habe die ganze Welt gerade besiegt. Ich glaube, Halloween ist abgesagt, Freunde, weil, ich habe alles Leben ausgelöscht in Los Santos und der Stromausfall ist da. Das heißt, wir haben es gewonnen. Freunde, das ist einfach krass. Wenn ihr auf jeden Fall sehen wollt, wie dieser Ghostface-Gott gegen einen anderen Horrorgott ankämpft, dann schreibt mal VS in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock habt. Leute, das war es auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, haut rein, IDs raus und ciao.